Emma. Geh, sei nicht so. Freilich bin ich deine Frau, aber ich möchte auch ein bisschen deine Geliebte sein. Entschuldigung. Möchtest du? Also zuerst mal eine Frage. Nun? War eine verheiratete Frau unter Ihnen? Wieso, wie? Wie meinst du das? Du weißt schon. Wie kommst du auf diese Frage? Ich möchte wissen, ob es das heißt, es gibt solche Frauen, das weiß ich, aber ob du... Kennst du eine solche Frau? Ja, ich weiß es selber nicht. Ist unter deinen Freundinnen vielleicht eine solche Frau? Ja, wie kann ich das mit Bestimmtheit behaupten oder verneinen? Hat dir vielleicht einmal eine deiner Freundinnen, man spricht über gar manches, wenn man so eine Frau unter sich hat, also hat dir eine gestanden? Nein. Hast du bei irgendeiner deiner Freundinnen den Verdacht, dass sie... Verdacht? Verdacht? Es scheint... Gewiss nicht, Karl, sicher nicht, wenn es mir so überlege, ich traue es doch keiner zu. Keiner? Von meinen Freundinnen keiner. Versprich mir etwas, Emma. Nun. Dass du nie mit einer Frau verkehren wirst, bei der du auch den leisesten Verdacht hast, dass sie kein ganz tadelloses Leben führt. Das muss ich dir erst versprechen. Ich weiß ja, dass du den Verkehr mit solchen Frauen nicht suchen wirst, aber der Zufall könnte es fügen, dass du, ja, es ist sogar sehr häufig, dass gerade solche Frauen, deren Ruf dich der beste ist, die Gesellschaft von anständigen Frauen suchen, teils um sich ein Relief zu geben, teils aus einem gewissen, wie soll ich sagen, aus einem gewissen Heimweh nach der Tugend.